Heute, was geht ab, Leute? Hier, es ist Freitag. Ich mache mich auf den Weg zu meinem X-Raid. Heute nur einer, aber dafür ein Glückstausch auch noch am Start. Und nach Ewigkeit gehe ich endlich mal zum Friseur, Alter. Zeit wird's. Ich glaube, ihr habt mich die letzten 2 Monate nur noch mit Mütze gesehen. So, erster X-Raid. Ein bisschen Verwirrung, weil heute fängt ja das Event an. Und da gibt es einen Bonus. Erhöhte Lucky Chance auf Lucky Freunde. Erhöhte Chance auf Lucky Freunde, so. Und man versucht jetzt nicht unbedingt mit den besten Freunden eine Interaktion durchzuführen. Ich habe es jetzt leider nicht vermeiden können mit 2. Mit dem einen tausche ich jetzt dann gleich, also ist eigentlich egal. Und zum Beispiel mein Kleiner, den teile ich jetzt auf und Kollege Julian teilt sich auch auf und so. Ich habe gestern extra noch ein Video dazu gemacht, aber nein. Ich habe mal durchgezählt, 20 Leute haben trotzdem jetzt schon geöffnet. Also 20 beste Freunde natürlich, juckt nur bei besten Freunden. Hätte ich vielleicht noch im Video erwähnen sollen, aber ich dachte, das war offensichtlich, weil nur beste Freunde können Lucky Freunde werden. Aber ungefähr 20 Leute haben bereits geöffnet und dadurch niedrigere Chance auf Lucky Freunde sich dadurch gegönnt. Anstatt ab 22 Uhr zu öffnen und eine höhere Chance für Lucky Freunde zu haben. Ich hätte... Fuck. Sorry, ich habe nicht drauf geachtet und keine Machumar ausgewählt. So, setzt euch mal ab. Da ist zufälligerweise jemand aufgetaucht, mit dem kann ich einen Glückstausch machen, also noch einen. Das heißt, mit dem mache ich wahrscheinlich einen Shiny. Und dann mit dem Kollegen, mit dem ich was ausgemacht habe, dann nicht speziell, weil er wollte eh einen Kapuno oder Kaumalat haben. Dann nehme ich wahrscheinlich auch sowas. Was nehme ich? Croissant wahrscheinlich, wenn er einen hat. Muss mal langsam die, oder Taugus, ich muss mal langsam die 100er da bekommen. So, können wir unseren 96er steigern. Ist glaube ich extrem schlecht. Kann das sein? Ich glaube schon. Und also, ohne Berge, ohne nix. Ich brauch die Bären zum Füttern für Arenen. So, der muss doch endschlecht sein. Ja, fast das Schlechteste. So, fertig getauscht. Blende ich hier neben mir mal ein. War ein Shiny P. Sehr, sehr saftig. Also, alle Babys allgemein Shiny sind sehr selten und sehr interessant. Grüße gehen raus an Thomas. Danke für das P. Nichts Besonderes geworden, aber hey, Shiny Lucky P. Eine Seltenheit schon mal abgehakt. Und jetzt geht's, glaube ich, erstmal Haargeschneiden. So sieht's momentan aus. Und so sieht's nach dem Haargeschneiden aus. Immer noch ein bisschen wild, aber endlich wieder ein bisschen gepflegt. Ich treffe mich jetzt mit einem Kollegen, der hat hier vorne einen X-Raid. Ich leider nicht. Und tauschen. Und danach schauen wir mal, was so geht. So, tauschen. Aber erstmal ein 10er-Ei. Bestimmt eh wieder Barschwa. Barschwa ist so eine Plage geworden. Ey, Barschwa ist nicht mehr normal. Nantic hat die Eier gut angepasst, aber das mit Barschwa passt so gar nicht. So, Glückstausch. Wenn es sich hängen würde. Bei mir hängt es. Okay. So. Kaumalat.
Gib mir mal ein mittleres hier. Aus dem Ei. Ich gebe mir einen Taurus. Wir brauchen immer noch einen 100er, dann haben wir Gen 1. Nicht fertig, weil Lapras fehlt immer noch. Aber Lapras. Ja, ich bin dabei. Hier und da mal ein Rocket Stop. Wollte bisher nicht kommen. 2 hatte ich bisher. WP theoretisch möglich gewesen, aber leider dann doch nicht die Verteilung. Aber wir geben nicht auf. Lapras wird noch kommen. Oh mein Gott, ist es das? Nein, ist es nicht. Ich hatte die WP nicht im Kopf. Schade. Ich habe ein paar Eier am Start, was an sich nicht so wichtig ist, aber dadurch erfülle ich die Vulpix Quest. Illumis. Das ist leider unnötig. Wobei, 5 Eier sind auch ziemlich gut. Eine Menge Sachen, die ich auch noch 100 brauche. Aber sicher ist keins davon. Okay, es waren nur 2. Schauen wir mal, Vulpix. 376, glaube ich. Auf jeden Fall mehr als 358. Letzter Versuch. Und... schade. Es ist der nächste Morgen. Die Event hat bereits angefangen. Ich wollte gestern Abend noch das ganze Zeug erledigen und dann in der Nacht noch das Video hochladen, aber ist einfach zu viel passiert. Ich musste dann noch 100 Mal tauschen natürlich, dann mit den ganzen Leuten interagieren und so. Dann war es schon zu spät für das Video. Event läuft und heute ist sogar Latios am Start, aber mich persönlich interessiert das null. Gönnt euch ein Shiny, wenn ihr das noch braucht. Viel Glück, viel Erfolg. Ich habe von beiden 100er, Latios sogar 2 und beide Shiny Lucky, also an Latios wirklich null Interesse. Selbst mit irgendeiner besseren Attacke oder sowas würde mich nicht mehr interessieren. Ich habe 100 Mal getauscht jetzt und einer der Bonis ist ja eigentlich vom Event, dass auch die Lucky Pokémon erhöht sind. Also normal tauschen, nicht nur Lucky Freunde. Und ich muss sagen, ich habe das nicht bemerkt. Ich habe mein Tauschlimit erreicht, 100 Tausche gemacht und ich habe 6 Luckys bekommen. Nenne ich hier neben mir mal ein. Das Pi, da wart ihr mit dabei. Und die 6 habe ich bekommen, also nichts Besonderes. 6 vor allem von 100 Tauschen. Das ist, normalerweise ist es jeder 20. also ein Fünftel, 20%. Das heißt, bei 100 Tauschen sind es eh normalerweise 5 und ich habe halt 6. Wow. Also da habe ich wirklich nichts gemerkt vom Bonus. Wo ich was gemerkt habe, war bei den Glücksfreunden. Ich habe gestern 4 Glücksfreunde gemacht. Und man muss beachten, 20 davon haben nicht mein Video gestern noch geschaut. Schaut dieses Video vor Freitag an. Und die 20 Leute da hatten ja schon vor Eventbeginn die Geschenke geöffnet und Interaktion gehabt. Deswegen hätten die alle gewartet, wären es wahrscheinlich 1, 2 noch mehr gewesen. Heute habe ich bisher nur 2 bekommen. Klar, 5 fallen weg, weil mit dem bin ich ja jetzt schon Glücksfreunde. Ne, 4. Aber heute ist die Auswahl auf jeden Fall mickriger. Ein paar Chancen habe ich noch, die Lucky Freunde werden können, aber mit den meisten besten Freunden habe ich heute auch schon bereits interagiert. Deswegen heute nur 2, aber 2 ist immer noch krass. Also die Lucky-Tausche demnächst nach dem Event, auf jeden Fall ein Lucky-Pokémon-Update-Video. Getauscht habe ich aber, auch wenn es nicht Lucky geworden ist, was ziemlich krass ist. Und zwar ein 100er Golbit Unlucky 100er. Das ist, glaube ich, schon mein 4. Unlucky 100er oder so. Und auch ein ziemlich krasser, also über den freue ich mich sehr natürlich. Taucht jetzt auch nicht jeden Tag so wild 100 auf. Sehr nice. Und in der Quest, damals beim Event, habe ich den nur selten gejagt. Auf jeden Fall nicht genug, dass ich mir einen 100er verdient hätte. Aber jetzt habe ich ihn mir unverdient, unlucky gegönnt. Abgesehen davon spawnen halt die ganzen Event-Sachen. Ich brüte ganz fleißig, weil Vulpix-Quest natürlich. Und ich habe bereits 2 von diesen Flampions. 7er Eier muss ich sagen, sehr, sehr enttäuschend. Das ist so verrückt. In den 7ern ist Wompel drin, Carpador, Potrot, Vulpix normal. Der größte Müll, der nicht mal eigentlich in die 2er sollte. Und Niantic steckt es in die 7er. Das ist sehr frustrierend online. Also die 7er. Ich meine, ich brüte so oder so, weil Vulpix Quest. Dementsprechend versuche ich auch die 7er wegen 100er Flampion. Aber normalerweise, ohne die Vulpix Quest, Finger weg. Alter, was für ein Müll da drin ist, Mann. Unverschämtheit, Niantic. Das ist echt einfach nur frech, was da für ein Müll drin ist. Ansonsten. Magma Shiny Wild gibt es auch noch.
und Garados, aber Garados wurde angekündigt, Magma nicht. Aber Magma gibt es auch Shiny Wild. Tja, euch viel Glück, viel Erfolg mit dem Event. Schreibt gerne unten in die Kommentare, wie viele Lucky Freunde ihr schon bekommen habt. Das war's von mir, wie immer liken, subscribe, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon, serious business.